Und wir nutzen diese Werbepause, um zu einer der zahlreichen Wahlpartys in Deutschland zu schalten. Konkret gehen wir nach Berlin. Dort ist Deutschlands größte US-Wahlparty in Berlin-Mitte. Veranstalter ist unter anderem die US-Botschaft. Und dort ist auch mein Kollege Erhard Schärfer. Wir haben ja schon die ersten Tendenzen. Die sehen eher gut aus für den amtierenden Präsidenten Barack Obama. Ohio scheint es gut auszusehen für ihn, in North Carolina schlecht auszusehen für Romney. Wie werden denn diese Resultate bei Ihnen auf der Party aufgenommen? Erstmal muss ich jetzt ein bisschen anstimmen, meine Stimme anheben gegen die Band, die da gerade hinter mir wieder aufspielt. Das ist nicht ganz so einfach, sich da zu konzentrieren. Also erklären wir es mal gerade so. Diese Party hier besteht aus zwei Teilen eigentlich. Zum einen sind wir hier in einer Halle, wo auch das ZDF seine zentrale Sendung von hier aus überträgt. Und hier ist ein großes Interesse an den Ergebnissen und hier merkt man auch, wie die Sympathien verteilt sind. Hier gibt es nämlich immer großen Applaus, wenn wieder Wahlmänner für Obama verbucht werden können, und sehr verhaltenen kleinen Applaus, wenn es dann wieder Stimmen für Romney gibt, wenn wieder Stimmen für Romney ausgezählt wurden. Also die Sympathien sind hier eindeutig verteilt. Die sind auch eindeutig verteilt bei meinem Gesprächspartner, den ich hier vor einigen Minuten hatte, nämlich beim regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Herr Bürgermeister, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Das Medieninteresse an dieser US-Wahl ist riesengroß. Das Interesse Berlins an dieser Wahl ist auch groß. Das hat historische Gründe. Es gibt besondere Beziehungen zwischen den USA und Berlin. Trotzdem hat sich die Lage Berlins ja einigermaßen normalisiert in den vergangenen Jahren, ist jetzt Hauptstadt. Trotzdem, wie groß ist die Bedeutung dieser Wahl für diese Stadt noch? Das ist immer von großer Bedeutung, was in Amerika passiert. Wir wissen, dass Amerika die Freiheit Berlins garantiert hat im Westen und natürlich den Menschen im ehemaligen Osten auch viel Hoffnung gegeben hat. Die Besuche der amerikanischen Präsidenten, immer legendär in dieser Stadt, tiefe Verbundenheit durch viele Organisationen, Einzelkontakte, also eine wirklich transatlantische Beziehung, die hält auch nach dem Abzug der Alliierten aus Berlin, und das ist immer noch was Besonderes. Was sind Ihre Erwartungen an das Ergebnis aus dieser Nacht? Naja, ich hoffe natürlich, dass Obama sich durchsetzen wird. Die Umfragen waren ja doch sehr ambivalent. Das, was vor einigen Wochen oder Monaten wie ein sicherer Sieg für den Amtsinhaber aussah, ist dann doch etwas relativiert worden, spätestens nach dem ersten Fernsehduell. Aber es wird spannend, und das System ist natürlich so, dass die Wahlmänner entscheidend sind. Da müsste eigentlich Obama ein Plus haben, aber es wird spannend bleiben bis zum Schluss. Sie sagen, dass Sie Barack Obama favorisieren. Was wäre so schlecht, was wären die Nachteile, wenn mit Romney gewinnen würde? Na, für einen Sozialdemokraten ist ja erstmal naheliegend, dass man eher einen Demokraten unterstützt. Aber ich finde, Obama hat eine sehr gute Politik gemacht, auch gerade nach der Bush-Zeit. Natürlich waren die Erwartungen unheimlich hochgeschraubt. Es war ja schon fast Übermenschliches, was man von ihm erwartet hat. Das konnte er auch nicht erfüllen. Dann hat er noch Pech gehabt, dass die wirtschaftliche Situation natürlich schwierig wurde. Also die Hinterlassenschaft auch von Bush ihm kein einfaches Terrain ließ. Die Mehrheitsverhältnisse auch im Kongress, das war auch nicht so einfach. Also er ist natürlich auch in der Realität angekommen. Aber ich glaube, er würde mit der zweiten Amtszeit auch die Chance haben, nochmal wichtige Projekte auch umzusetzen. Typisch unter anderem ist für den amerikanischen Wahlkampf eine extreme Zuspitzung auf Slogans teilweise nur. Natürlich auch eine starke Personalisierung. Mit der starken Personalisierung sind wir mittlerweile schon angekommen. Wann wird der Rest hier nachrücken zu uns? Na gut, wir erleben ja immer wieder, dass bestimmte Tendenzen aus Amerika dann auch nach Europa kommen. Wir schicken auch immer regelmäßig Wahlbeobachter nach Amerika und gucken, ob es da Tendenzen gibt, die man hier übernehmen kann. Natürlich die Frage, wie kann man Internet heute einsetzen, die neuen Medien, wird natürlich auch bei uns zunehmend eine Rolle spielen. Das ist in Amerika natürlich durch Obama bei der letzten Wahl natürlich besonders eingesetzt worden. Heute gehört das zum Standard in Amerika. Also wie erreicht man auch junge Leute heute über Twitter und andere Möglichkeiten, die es ja früher so nicht gab. Also da wird sich auch in Deutschland sicherlich verändern, aber ich hoffe auch, dass es einen anderen Wahlkampf nach wie vor gibt in Deutschland als in Amerika. Wie lange harren Sie heute Nacht aus?
Na, ich gehe jetzt nach Hause und dann werde ich das von zu Hause aus verfolgen. Und das Ergebnis wird ja sicherlich erst um 6, 7 Uhr dann da sein. Und hoffentlich haben wir dann auch ein Ergebnis. Nicht, dass wir so eine Hängepartie haben, wie wir sie auch schon mal hatten. Vielen Dank, Herr Wowereit. Und jetzt machen wir es ganz offiziell. Es geht an mit und Klaus Wowereit ist in der Stadt. Zwischenweg dafür ist Frank-Walter Steinmeier hier. Aber wir geben einstweilen zurück nach Bonn.